Hey, herzlich willkommen zurück zur Let's Play GTA 5. So, die letzte Aufnahme-Session ist schon etwas länger her, deswegen weiß ich auch nicht mehr, was wir letztes Mal gemacht haben. Doch, wir haben Aliens gejagt. Ich erinnere mich wieder genau, wir haben Aliens gejagt. Was toll mit mir hier? Genau, ich habe mir nur den Schlitten hier besorgt. Ich weiß es echt kaum noch was. Wir machen auf jeden Fall heute mal weiter mit der nächsten Aufgabe. Ich würde aber gerne das Radio aushaben. Danke. Das ist sehr, sehr großzügig von dem Spiel wieder. Erstmal muss ich mal mein Auto schrotten, weil ich nicht ausparken kann. So. Wir haben ein Fragezeichen dort. Erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Genau, eine Mission haben wir noch, okay, mit ihm. Dann müssen wir wieder wechseln. Ich habe Vorfahrt, Junge. Immer noch. So, einmal zum Fragezeichen. Bitte den Raubüberfall, genau, den vom Juwelier, der wird immer noch vorbereitet. Du hast auch ein schickes Auto. Die Pistole habe ich noch. Hat der mir den Stinkefinger gezeigt? Eigentlich muss ich dich erschießen dafür. Ja. Eigentlich müsste ich dich dafür erschießen. So, ich will mal einen Wegmarker setzen. Da hinten muss ich nämlich hin. Oh, da möchte ich am besten hin. Und dann gleich mal die nächste Mission zu machen. Neue Grafikkarte ist bald unterwegs. Deswegen habe ich jetzt auch nicht so viel Lust momentan, dieses Projekt aufzunehmen, weil genau, es fängt schon wieder an zu ruckeln leicht. Genau, das ist nämlich so ein kleines Problem, was ich momentan einfach mit mir rumschleppe. Und wenn da viel Action los ist, kommt die Grafikkarte halt doch relativ schnell an ihren Limit. Und das finde ich einfach nicht schön aufzunehmen. Alter. Und es ist auch dann irgendwo nicht schön, sich das anzugucken, könnte ich mir durchaus mal vorstellen. So, hier links, ja, komm, beruhig dich. Einmal hier rüber fahren. Und hier ist irgendwo das Fragezeichen gewesen. Genau. Wieso steigst du schon freiwillig aus? I don't want to sleep with you, and no, I don't care that I'm 39 and single. It doesn't worry me a bit. Easy. I'm not stressed out at all. Now go fuck yourself. Are you okay? Yes, I'm okay. Just fuck you. All of you. I'm on a run. Mm. Well, you seem a little upset. I could still run you into the fucking ground. Okay. Hey, I played high school football, all right, sweetheart? All state, QB. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go! Nur noch hinter dir herlaufen oder was? Ja, natürlich. Ein kleines Sprintrennen. Ich kürze mal ein bisschen ab. Ja. Weg da. Weg da. Kann man auch springen? Ist man dann schneller? Nee, offenbar nicht. Ich habe natürlich nichts auf den Verkehr nicht geachtet. Die läuft jetzt auf der Straße, ernsthaft. Oh Gott, jetzt schickt das noch auf meine Gesundheit, ey. Die ist jetzt deutlich schneller. Schneller, 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 schneller. Oh, lauf doch. Alter, wie weit geht denn das? Komm, renn, 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 renn. Oh, voll auf die Fresse geflogen. Kann man das überhaupt gewinnen? Aber meine Gesundheit ist am Arsch. Das sehe ich gerade. Und zwar richtig am Arsch. Juhu! Nicht bestanden! Das Rennen wurde verloren. Ja, bitte. Erneut versuchen. Oh, ich muss mir die Ausdauer besser einteilen.
Oder ich muss mehr abkürzen, ist auch eine Möglichkeit. Kann man nicht auch langsam? Oh. Kürzen wir ein bisschen ab, dann sollte das locker gehen. So, geht doch deutlich einfacher. Laufen, laufen. Wo sieht man eigentlich seine Ausdauer? Mein Gott, weg da, ganz ehrlich, einfach nur weg da. Ah, jetzt bin ich schon im roten Bereich. Jetzt sehe ich selber, jetzt unten. Komm, Windschatten und vorbei. Boah, der muss jetzt durchrennen. Renn durch, renn durch, renn durch. Und fall mir nicht auf die Fresse jetzt. Kurz vorm Ziel. Komm, zieh durch, zieh durch. Oh. Ah. Fuck me. You're lucky I'm tapering for a try. War das jetzt alles oder was? Nee, oder? Bestanden. Ja, genau, Dämonenaustreibung. Ja, so kann man es sehen. So kann man es wirklich sehen. Okay, wir haben es aber dann doch geschafft. Kann man seine Ausdauer wirklich steigern? Im Spiel, wenn man wirklich immer mehr rennt? Bis es dann wirklich, bis man wirklich komplett fix und fertig ist. Okay, das war einfach nur, neuen Kontakt freizuschalten. Okay, also mehr war das jetzt eigentlich nicht. Ach, weg da. Hier, lass dein Getränk noch fallen, danke. Lasst mich einfach alle durch. Man muss ja immer mal wieder rennen. So, wo habe ich mein Auto jetzt hier geparkt? Ich will schon gerne mein Auto behalten. Hier oben sind wir losgelaufen. Ah, da sieht man es jetzt aus. Ausdauer plus, okay. 60 von 100. Wo ist mein Auto hin? Ey, muss ich mich schon wieder ein neues Auto klauen? Och nö. Doch, ich muss mir wohl ein anderes Auto wieder klauen. Weil hier sind wir losgelaufen. Der schwarze dahin oder der weiße? Welchen nehme ich mir? Ist die Frage. Ich nehme den schwarzen. Ja, der ist gut. Okay, ich muss zu F. Wir fahren jetzt zum F und zur nächsten Mission. Ganz einfach. Kurz das mal auf der Karte markieren. Jetzt habe ich wieder keine Einbrüche. Das ist ganz komisch. Jetzt funktioniert es wieder. Also es ist echt manchmal verrückt. Und ich habe mir echt mal hier so einen dicken, fetten Sportwagen mir geholt. Der ich auch fast schon schrotten muss. Aber der Wagen gefällt mir. Der ist richtig nice. Und die nächste rechts. Der liegt aber scheiße in der Kurve, wenn man Vollgas gibt. Oh, müssen wir die Wasserrechnung mal erhöhen. Für die Stadt. Ich nehme alles zurück, ich habe wieder Lecks. falscher Weg.
Und zwar wirklich falscher Weg. Alter, rechts rum. Die nächste wieder rechts. Und währenddessen nehmen wir noch ein paar Motorradfahrräder mit. So. Weiter geht's hier hoch. Zug kommt nicht von hinten. Nein, kommt nicht. Nächste links. Alles wieder mitnehmen. Ich würde mal sagen, hier parken wir mal kurz. Ach, ich soll... Oh, stimmt. Ja, hatten wir das Thema nicht schon mal? Nein. Ich würde gerne die Position wechseln. Wie ging denn das jetzt nochmal? Ey, das ist, wenn man das echt nicht oft spielt. Nein. Das habe ich gerade noch hinbekommen. Junge, Junge, Junge. Das, okay, das ist zurück. Das ist zoomen. Jetzt ist das Kamera wechseln. Hä? Das ist schlagen. Da. Einmal zu Franklin wechseln. Ja gut, der am Arsch der Welt natürlich. Es ist ja wieder Autofahren. Komm. So, wir brauchen ein Auto. Oder Motorrad. Nee. Oh, nee. Der hat auch eine Pistole, okay. Ich will aber jetzt nicht am Schießstand. Ich will jetzt seine Mission mal machen. Mit dem Schießstand machen wir es später. Okay. Okay, wir gehen zu F. Habe ich jetzt mal kurz beschlossen. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Fahrt niemals gegen einen Baum. Das, glaube ich, lasse ich doch drin, ey. Scheiße. Hat er sich nicht angeschnallt? Dann wäre ich nicht rausgeflogen. Dann wäre ich nicht rausgeflogen. Scheiße. Shit. Genau, 5000, genau. Das waren unnötige 5000. Muss ich ganz ehrlich sagen, das waren unnötige 5000. Geh schon mal raus. Und es regnet auch noch, hatte ich noch gar nicht. Aber das war wirklich ein unnötiger Tod. Millimeter am Baum rangefahren. Wirklich Millimeter. Okay. Warum ist da jetzt ein roter Punkt gewesen? Roter Punkt ist doch Polizei. Einfach, ey, jetzt wollte ich aber echt mal langsam die Mission anfangen. Jetzt muss ich ganz ernsthaft sagen. Also, ich habe auch keine Lust, euch hier mit nervigen Fahrten hier zu langweilen. Nur weil ich dann einmal drauf gehe. So. Wollen wir uns mal ansehen, was hier ist.